zu unserem letzten Gespräch. Du bist auch hässlich. Ich lese gerade deine Akte und da ist es mehrmals vermerkt. Ja, danke, Glennos. Willkommen zu einer weiteren Portalfolge. Wie hieß die Map jetzt? Ich glaube, Overhaul. Hier wird es ja stehen. Jawohl, Overhaul. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Aha, okay. Also bis jetzt gefällt es mir schon so richtig gut. Aha, hier ist also ein Laser und ein Prisma. Und irgendwie scheint sich hier ständig irgendwas zu bewegen. Was haben wir denn hier? Ein Knopf. Beziehungsweise ein Button auf dem Boden. Und hier passiert... ja, gute Frage. Gute Frage. Muss der Laser da rein? Könnte hier so sein, ne? So. Zack und zack. Oh wow, direkt getroffen, ist ja Wahnsinn. Okay, jetzt kann ich hier durchgehen. Was macht denn der? Der. Oh, da stehen Turrets. Der. Oh, aua! Ich bin ja richtig zurückgeflogen. Der macht mir also die Tür auf. Aha. Wie werde ich die Jungs denn da los? Mit dem Laser, würde ich sagen. Nee, da komme ich nicht dran. Puh. Das klappt wohl nicht. Schade. Wahnsinn, dass ich das immer auf Anhieb treffe, ist ja irre. Ja, wie mache ich das denn mit euch hier, Jungs? Ja, da bin ich. Jo. Ja, das ist gut. Orange. Kann ich unter dir was setzen? Nee, kann ich nicht. Die ballern aber auch sofort los. Mein lieber Herr Gesangsverein. Hier über Bande spielen? Hinten kann ich aber... Kann ich da irgendwo ein Portal setzen? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Nee. Ja, das ist... Aber so ist das bestimmt gedacht. Ich muss die irgendwie mit dem Lasern hier abballern. Wenn ich den Laser mir hier hinhole. Aua. Und dann so mache. Bin ich den schon mal los. Jawohl. Ja, an den anderen kommen wir aber nicht ran. Aber wir können ja auch noch dahin. Zack. Oh, und dann geben wir mal euch da den Kragen. Und zack. Und zack.
Und dann würde ich sagen, bring ich das Ding hier rein, stelle es da drauf, gehe hier wieder raus und kann da hinten durch. Ich bin immer gespannt, ob es das dann wirklich schon gewesen sein soll. Das wäre ja... wäre ja erstaunlich. Okay. Ja, ich kann ja nur da runter, würde ich sagen. Wusstest du, dass ich die Lösung für den Weltfrieden gefunden hatte? Dann hast du mich getötet. Alles futsch. Ja, GLaDOS, das hast du mir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erzählt. Okay, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus hier. Ich liebe es. Okay, noch ein Prisma. Hi. Und wieder muss ein Laser da rein. Und wieder kommt ein Laser da raus. Und hier muss ein Laser rein. Na gut, das dürfte ja, also hier unten dürfte ja nicht allzu schwer sein. Behaupte ich mal. Ganz leichtfertig. Zack. Was ist passiert? Da oben ist irgendwas passiert. Ja, das ist gut. Aber ich kann ja da hoch. Oh. Oh. Okay, ich kann zwar da hoch, aber ich kann dann den Laser nicht wieder da reinjagen. Na gut, gucken wir mal. Hoppala. So. Jetzt bin ich hier und jetzt kann ich den Laser da reinjagen. Wenn ich mir hier ein Portal setze. Nein. Wenn ich mir da ein Portal setze. Okay. Aber dann komme ich nicht hier raus. Okay. Es sei denn, ich gehe durch mein Portal, aber dann bin ich ja da unten. Das ist jetzt nicht uninteressant. Guck nicht so glatt aus. So. Ja. Das ist ziemlich baufällig hier. Okay. Wie könnte ich hier wieder hinkommen? Ich brauche den Laser da drinnen, um die Tür aufzumachen. Ich kann aber nicht hier durchgehen, weil sonst mein Portal verschwindet. Da ein Portal. Und da, dann komme ich da durch. Ja, okay. Das war dann 1, 2, 3, 4, blablabla. Wenn ich jetzt das Orange nach da setze, klappt das nicht. Da? Klappt das auch nicht. Ich würde sagen, da. Nicht verraten, aber jawohl, du danke. Weißt, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Nun, ich habe ein Geschenk für dich.
Es ist eher ein medizinischer Eingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie qualvoll es ist, wenn man dir das Knochenmark entfernt. Aber was wäre, wenn ich dir danach etwas injiziere, das dir 4 zusätzliche Jahre schenkt? Wow, Gladys, 4 Jahre. Ich bin begeistert. Okay. Sehr schön. Nicht extrem schwer, nicht zu leicht. Ja, eigentlich leicht. Wenn man es mal weiß, ist es leicht. Aber sehr schöne Map, muss ich sagen. Hat die Bewertungen verdient. Okay. Dann hoffe ich, es euch hat es genauso gut gefallen wie mir und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.